Hallo und herzlich willkommen zu Let's Rätsel. Und zwar ist das hier ein kleines Spiel, das sich Zeg nennt. Und ja, an sich ist dieses Spiel auf dem Windows 7, beziehungsweise dann auch Windows 8, nicht spielbar. Oder zumindest auf dem Windows 7 läuft es eben nicht. Aber durch einen virtuellen PC kann ich das Ding jetzt hier aufnehmen. Und das hier wird praktisch auch der Test des virtuellen PCs. Dieses Spiel habe ich als kleines Kind auf Windows 95, war das mein erstes Spiel. Und, ach ja, ich bin einfach ein Stück weit ein bisschen verliebt in das Spiel. Hier mit unserem kleinen Mann mit der Schlafmütze die Rätsel zu lösen. Ich werde es nicht wirklich lang durchhalten. Die Rätsel sind mir relativ bald zu schwer. Ich weiß nicht. Das wird hier wahrscheinlich... Das war, glaube ich, ziemlich dumm. Ja, auf Escape kann ich, glaube ich, neu starten. Ja, genau. Programmiermäßig ist das Spiel auch jetzt hier keine Pest, also nichts besonders schwierig. Aber ich finde das Spielprinzip einfach toll. Wir können hier nur laufen, können halt dann durch das Laufen noch Sachen verschieben. Und können hier eben für Bonus diese Blumen und Schatztruhen einsammeln. Oben sieht man noch ein paar Items, die... Bin ich jetzt hier komplett falsch oder was? Ich habe irgendwie das Gefühl, ich mache was falsch. Ich hatte das zweite Level, ehrlich gesagt, noch nicht schwierig in Erinnerung. Gehe ich jetzt mal nicht darunter. Genau, mach das mal so, dann. Ich weiß nicht. Ah, doch. Genau, weil die Blumen sind zu. Wenn man einmal vorbeiläuft, gehen sie auf. Wenn man aber ein zweites Mal vorbeilaufen würde, würden sie mich praktisch auffressen. Und deshalb darf man dann diese Blume nur einmal vorbei, außer man hat es im ersten Level gesehen, man füttert sie, dann ist sie abgelenkt und muss eine Weile verdauen. Ich darf die Kugel hier nicht zu weit schieben. Denn sonst versperre ich mir hier den Weg. Ja gut, jetzt haben wir es geschafft. Das hier sind die ersten Level. Ich weiß gar nicht, bis zu welchem Level ich hier kommen werde. Das hier ist jetzt auch schon ein bisschen schwieriger. Da muss man logischerweise schon ein bisschen denken. Hier gibt es auch diese blauen Blöcke. So, schieb den Apfel mal hier hin, da mache ich noch nichts falsch. Aber die Musik hier, in dem Level, die kommt mir irgendwoher, glaube ich, bekannt vor. Habe ich das Gefühl, dass ich hier in dem Level ganz viel Scheiße bauen kann. Aber an sich relativ einfach sogar zum Ziel kommen. Ich mache mir das gerade nur so vor. Nee, ich schiebe den Apfel jetzt mal da hoch. Frisst die Blume den? Genau, diese Blöcke, wenn die aneinander kommen, dann... Was ist denn das, Kristalle oder so? Auf jeden Fall neutralisieren die sich und dann sterben sie. Ja, das hier ist eine Bombe, die braucht immer eine Welt zum Hochgehen, finde ich. Ich weiß nicht, ob ich die schneller hochgehen lassen kann. Die blinkt hier immer so schön durch die Gegend. Wird noch wichtig halt manchmal. Manchmal werden wir das, naja, noch brauchen eben. Schiebe ich am besten vor. Ich das Gefühl habe, ich brauche den anderen noch hier. Ja, mit dem kann ich jetzt die Blume wegsprengen.
ab, dass wir hier nicht mit in die Luft gehen. Genau. Jetzt könnten wir zu dem Pilz. Aber ich, ja, werde hier jetzt zwar kein großes Risiko eingehen, aber hoch möchte ich ehrlich gesagt schon. Zu den, ja, Bonus-Points da noch. Man darf natürlich hier keinen Schritt falsch machen, denn ansonsten war's das. In vielen Fällen. Ui, für was brauchen wir? Ich weiß es nicht, ob diese Bombe auch so einen Eisblock wegspringen kann. Aber sie wird müssen, nehme ich an. War eins zu viel. Oder? Nicht an der Blume vorbeilaufen. Ja doch, das war definitiv zu viel. Einmal müssen wir vorbeikommen. Verdammt, wieso habe ich das jetzt? Ich hätte doch den coolen Block mitnehmen können hier. Naja, okay, das habe ich jetzt doof gemacht. Aber ich bin hier auch nicht, um große Bonus-Points aufzustellen. Den Download-Link könnten. Ich weiß gar nicht, doch eigentlich. Ja, mal sehen. Ihr könnt ja sehen, ob ich ihn in die Beschreibung packe. Wenn nicht, dann, na, wie gesagt, ihr werdet sie sehen. Und diese lila Pilze darf ich hier nicht essen. Die sind böse. Gut, der Apfel hier ist nur da für da drüben. Wenn wir nicht allzu doof sind, können wir nämlich da eben noch eine Kiste abgreifen. Wenn wir es doof anstellen, im Übrigen können wir das nicht. Du hast diese Fässer bringen, weiß ich auch nicht gerade. Gut, okay, das haben wir, glaube ich, ganz schlau gemacht. Also, hier sind es die Level an sich einfach, wenn man nicht alles versucht einzusacken. Ich habe gerade gemerkt, ich kann hier auch gar nicht so lang, wie ich hier gerade laufe. Blume nehmen wir mit. Das war etwas doof, wenn ich einen Rekord hier aufstellen wollte. Aber das habe ich ja gar nicht im Sinn. Ich überlege mir auch hier kurze Parts zu machen, denn dann kriege ich auch ein, zwei hin. Aber was bringt das, wenn ich hier... Weil so habe ich jetzt dann vielleicht einen Part und dann noch einen 5-Minuten-Part oder so. Das weiß ich jetzt halt nicht. So. Da einfach mal vorbeigehen. Blume einsacken. Ups. Der Apfel steht hier halt gerade mal so. Ja, definitiv. Ich bin jetzt tot, glaube ich. Ja. Nee, bin ich nicht. Bin ich nicht. Habe ich mich verschätzt. Ich kann doch hier den jetzt dahin schieben und dann die Kiste holen. Gut. Und dann... Naja, wegrennen kann man ja hier nicht sagen. So. Gar nicht. Ich weiß gar nicht, was das hier darstellen soll. Ich weiß auch gar nicht, was Ziege übersetzt heißt. Das könnte ich eigentlich mal übersetzen lassen. Google-Übersetzer, for the win. Gute Frage. Vielleicht Zecke? Ich weiß es nicht. So. Ui, wo sind wir denn hier gelandet? Schätzt, durch die Blume können wir es nicht durchschieben, die muss ich aufsammeln. Nein, aufsammeln, sagte ich.
anderes. Das Apfel zum Fressen geben. Und die Kristalle. Soweit alles hier kein Problem. Die lösen sich ja nur auf. Die Bombe ihre Arbeit tun lassen. Sterbspilze. Damit wir den Schlüssel bekommen für die Tür hier. Die zwei Blumen. Ja, dann können wir hier sehr schön im Kreis laufen. Und warum sind hier zwei Endpilze? Das hat, glaube ich, auch keinen größeren Sinn. Die geht dann hier auf und frisst den Apfel da unten. Können wir gleich den nächsten Schlüssel uns noch schlitzen? Yeah. Ich glaube, der letzte Raum dann wird noch das größte Problem. Nur der Rest haben wir ja. Den Rest haben wir hier ganz gut gelöst. Ich glaube, es gibt auch kein, nicht wirklich ein deutsches Let's Play dieses Spiels. Aber es wird wahrscheinlich ja auch nicht das Top-Let's Play werden. Trotzdem nicht. Kann ich eigentlich diese Fässer hier durch die Gegend schieben? Nö, die sind fest für mich. Was macht diese Bombe da? Die Bombe nervt. Aber wirklich. Ja, die sprengt sonst mir hier noch die Pilze weg. Das probieren wir aus. Das probieren wir aus. Hier muss ich stehen bleiben. Ah ne, nur ein Pilz weggesprengt. Das geht auf. Wir bekommen den Abschlusspilzteil. Oh, das ist doch blöd hier. Wahrscheinlich habe ich schon verkackt hier. Ja, habe ich. Beste, das ist schwer. Mach ich es gerade wieder genau gleich wahrscheinlich. Ja, sehr schön. Machen wir es diesmal so. Oder war das jetzt wieder gleich? Ich habe keine Ahnung. Ah, das war nicht du. Das war gar nicht so dumm, wie ich es jetzt gelöst habe. Explodiert doch die dumme Bombe. Ach, nur. Ach nee, die. Macht die anderen zwei scharf. Arr, scharf. Die macht die scharf. Die schieb ich da hoch. Die da hoch. Ja, und die. Hat die jetzt mitgenommen? Das war doof, okay. Geht mir im Weg rum. Die muss auch in die Luft fliegen. Dann kann ich ja schon mal vor den nächsten Raum ein bisschen denken. Ich muss einen Apfel mit runternehmen, sehe ich. Aber ich darf den Apfel jetzt nicht rüberschieben. Das ist klar, okay. So muss ich es machen. Ja, doch, so passt es. Hier jetzt vorbeilaufen. Nicht den Schlüssel holen, auf keinen Fall. Sondern den Apfel hinschieben und dann den Schlüssel holen. So. Da ist zurücklaufen und wieder den Apfel holen. Vielleicht kommt es mir, kam es mir auch nur als kleines Kind zu schwierig vor. Momentan habe ich ja noch echt wenig Probleme hier. Aber das kann sich ja noch ändern, ich weiß ja nicht. Zack, okay. Aber da würde ich mal behaupten, ich probiere es im nächsten Part weiter. Bis dann, ciao.